passt auf eure Finger auf, weil wenn ihr damit abrutscht, habt ihr Schwierigkeiten am Silvester anzustoßen. Moin Moin! Manu, mein Engelchen, komm runter! Okay, Conny, ich komme! Moin Moin und Aloha bei Reimanns Live! Moin Moin, meine Freunde des Handwerks! Und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute fangen wir mal an mit etwas ganz Einfachem. Heute bauen wir für die Frau einen Blumenkasten. So, was wir dafür brauchen, das seht ihr an und für sich hier schon, was ich hier habe. Ne? Ich habe hier meine Schrauber wieder. Dann habe ich hier so zum Schleifen noch was. Könnt auch mit Schmirgelpapier machen, aber das geht am besten und am schnellsten. Ne? Hier meine Werkzeugkiste für den Notfall. Ich habe hier noch die Schrauben, einen Winkel vielleicht. Aber das Eigentliche ist, dass ihr hier, guck mal, so schöne, dicke, stabile Bretter habt. Ich habe hier mal so einen Rest als Boden genommen. Ne? Guck mal, wenn ihr noch irgendwo was rumliegen habt, also das muss nicht schön aussehen, das ist ja eh nur der Boden. Dann habe ich hier genau 96. Dann machen wir erstmal zwei Stücke 96. So, und je nachdem, wie hoch nun der Blumenkasten werden soll, ne, so oder so, das könnt ihr selber entscheiden. Ne? Ich meine, der muss ja auch nicht hoch sein, das soll ja nur so eine Art Frühbeet werden. Gut, dann habe ich ungefähr das Maß. Jetzt muss ich das Zwischenstück. Ne? Und hier haben wir 25, also schneide ich noch zwei Stücke 25 an. Und wenn alles passt, so schön, dass es hier abschließt, hier auch. Aber dann gehen wir gleich auf die andere Seite. Erstmal machen wir eine Seite fertig, dann drückt ihr das einfach runter. Immer schön kontrollieren, dass das alles schön abschließt hier. Jetzt drehen wir den ganzen Kram nochmal um. Das Ganze von der Seite. Und schon können wir mit dem Boden anfangen. Wenn das jetzt irgendwo ein bisschen übersteht, ist das gar nicht so schlimm. Das können wir hinterher abschleifen. Also hier könnt ihr auch ruhig ein paar mehr Schrauben reinmachen, weil das der Boden ist. Ne? Der eine oder andere sagt jetzt natürlich, wenn ich das jetzt umdrehe, man müsste das lackieren, kann man, also von innen auf jeden Fall. Ich würde euch aber nicht empfehlen, das zu versiegeln von innen, weil dann steht das ganze Wasser dann irgendwann da drin und dann gammelt es. So, und damit das ein bisschen ja, nicht so eintönig aussitzt, nehme ich jetzt das Brett und fange damit und lege das da drüber. Dann sieht das ein bisschen lustig aus. Eins. Und zwei. Die könnte man jetzt auch normalerweise einfach durchschrauben, aber ich traue der Sache nicht. Guck mal, wenn wir so eine lange Schraube haben, ne? Und das Brett, das soll jetzt reingezogen werden, müsste dann normalerweise bis hierhin frei sein vom Gewinde. Ne? Dann würde das auch funktionieren, aber da die Schraube ja am Ende nicht lang genug ist, guck mal, so müsste das sein. Aber ich nehme das, was ich gerade hier zur Verfügung habe, deswegen nehme ich die Schraube und deswegen muss ich einfach vorbohren. Wieder ausrichten.
Den zwängen wir jetzt hier gleich rein. Wir machen gleich den fest. Ihr könnt natürlich auch einen Hammer nehmen. Ich habe Arme wie ein Hammer. Immer, ihr könnt natürlich auch was anderes reintun außer Blumen, ne? Und ihr abdichten und einen Fisch reinlegen oder was. Jetzt können wir schon wieder die andere Seite nehmen. Der sieht gerade aus. Wie ihr seht, sind diese Bretter ja auch unter diesem Mal gebogen oder mal nach innen. Und damit das einfach ein bisschen zusammenpasst, machen wir in der Mitte auch noch mal eine schöne dicke Schraube rein. Ne? Außerdem ist das besser wegen Abdichten. So, der Kasten ist wasserdicht auf 350 Meter. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie ich das vielleicht besser machen könnte, könnt ihr mir das gerne mitteilen, wenn ihr euch traut. Guck mal, hier habe ich eine normale Schraubzwinge. So, guck mal, immer ein bisschen gerade hier. Das hier jetzt ist ein 36er. Also damit hobelt man schon mal ordentlich was ab. Ne? Passt auf eure Finger auf, weil wenn ihr damit abrutscht, habt ihr Schwierigkeiten am Silvester anzustoßen. Boah. Das würde ich euch natürlich empfehlen, das im Garage oder draußen zu machen. Ne? So, und jetzt kommt noch die Frage, wie groß ist deine Frau? Tja. Hast du einen Zwerg oder hast du eine Bohnenstange? Weil wir können natürlich auch noch Füße unterbauen. Ne? So, und wenn du jetzt einen Zwerg hast, und so wie Manu, eine 1,20 groß, da brauche ich gar keine Füße untermachen, die kann das so schon bedienen. Ne? Aber Spaß beiseite, wir können natürlich jetzt ein paar Füße drunter machen, damit das noch ein bisschen höher steht. Dann nehme ich einfach wieder mal irgendwas, was hier rumliegt. Guck mal, ich habe hier noch kleine Stücke. Guck mal, da sind schon Löcher drin, habe ich mal gebohrt mit. So, das könnt ihr jetzt machen, wie ihr wollt. Ihr könnt lange Füße so hin, so, wie ihr wollt. Ne? Wir machen einfach mal jetzt vier Dreiecke. Ne? Und zwar so hoch, das lang. Das ist gerade so, dass der Maus noch unten durchkommt. Ne? So, fangen wir wieder an. 45 Grad einstellen. Noch ein Fuß und noch ein Fuß. Also das kommt hier jetzt wirklich nicht unbedingt auf ein Auge drauf an. Ne? Drehen die Kasten wieder rum. So, jetzt haben wir eins, zwei, den anderen darunter, den darunter und den darunter. Ihr wisst ja, hier unten in der Ecke, da ist das Dreieck. Einfach in die Ecke ransetzen und durchschrauben. Wenn ihr zu lange Schrauben habt, habt ihr das am Tisch mit festgemacht. Fertig ist der Blumenkasten für eure Frau. Und wenn euch das gefallen hat, ne, oder ihr habt noch eine andere Idee, wie man sowas machen kann, könnt ihr mir das gerne mitteilen. Ne? Und wenn euch das gefällt, wisst ihr ja sowieso, ne, so ein schön Like. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schickt mir das ruhig zu. Jetzt kommt noch ein bisschen Öl drauf. Und dann könnt ihr schon mal die erste Ananas einbuddeln oder die erste Banane. Ne? So, dann nehmen wir mal wieder einen kleinen dazwischen. So, und zu guter Letzt meinen selbst angebauten Kompost, mein Humus. Ne, alles, was ich immer hier schredder und was ich abschneide, das kommt alles da rein. So, das verteilen wir noch ein bisschen. Und das wird jetzt ordentlich eingeschlemmt. Ja, also so viel zum Thema Frühbeet oder was auch immer. Und wenn ich Glück habe, dann freut sich mein Engelchen darüber. Vielleicht backt sie mir dann ja einen Kuchen. Ne? Und wenn ihr Lust habt, das nachzubauen, ihr seht ja, man kann also wirklich mit so ein paar Bretter, so einem alten Kram wieder was zurechtschrauben. Ne? Man muss nur Ideen haben. Habt ihr noch Ideen?
dass ich so mal eben so in 5 Minuten nachbauen könnte. Länger hat das ja nicht gedauert, ne? Na gut, vielleicht 7 Minuten. Könnt ihr mir gerne schreiben. Ja, ich finde das gut. Das muss ich gleich mal meiner Frau zeigen.